Dakota, ich habe immer Zeit für dich. Was ist los? Ja, der ist böse und wir brauchen Hilfe und der ist gemein zu mir und er wollte mich umbringen und eigentlich liebe ich ihn und dann hat er doch das Pferd gefangen und kannst du uns helfen? Ungefähr so. Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Star Stable Online. Es geht weiter mit der Quest um Concord. Ja, wir haben ja in den letzten Folgen rausgefunden, dass unser Idris, Dakotas Verlobter leider, dass der nicht ganz so lieb ist, wie wir angenommen haben. Und ja, er ist wohl Pandorianer und er hat wohl seine eigene Agenda, er möchte Pandoria retten und ist schon fast besessen davon, unsere Welt zu opfern, um Pandoria zu retten und wir müssen ihn jetzt aufhalten. Außerdem müssen wir Concord retten. Concord ist Annes Pferd, sie ist die letzte der Soul Riderinnen, die noch fehlt und Concord ist leider verstorben und der neue Concord ist jetzt ein kleines Foli und den hat Idris gefangen genommen. Es ist also noch extrem viel zu tun und wir machen jetzt, hätte ich gesagt, gleich mal weiter. Okay, die Frage lautet, wie wir die Zeit zu unserem Vorteil nutzen können. Reite mit Evergrey zu Big Bonnies Haus in Silverglade. Okay. Während meines Exils trank ich Tee mit einer Hexe. Sie behauptete, sie kenne einen Weg, um die Zeit in eine Flasche zu stecken. Sie wollte mit ihrer Entdeckung das Geheimnis der ewigen Jugend lüften. Stattdessen hatte man nach dem Öffnen der Flasche einfach nur jede Menge Zeit, die man totschlagen musste. Okay. Soll das ein Witz sein, Evergrey? Pass auf, ich erzähle dir einen. Warum warf der dumme Bruder eine Uhr aus dem Fenster? Weil er sehen wollte, wie die Zeit verfliegt. Avalon, du hast den Nagel erneut auf den Kopf getroffen. Du bist wirklich ein Genie. Okay, wir brauchen natürlich eine Uhr, die zu groß zum Werfen ist. Dafür brauchen wir ein Pferd. Was? Oh, aber das ist hoffnungslos. Das könnte nur ein Uhrmachermeister schaffen. Und zwar einer, der sich nicht an die Regeln hält. Ein Freigeist, aber auch diskret. Ja, Big Bonnie. Big Bonnie könnte helfen. Oh mein Gott, wir sprechen zum ersten Mal. Habt ihr uns gehört? Bisschen laut, aber ansonsten, wir haben gesprochen. Bring mich zu ihr. Ich treffe dich bei Money Chaser. Ich freue mich, wieder einmal mit dir zu reiten, Dakota. Ja, ich habe heute Money Chaser dabei, wie Evergrey gerade schon erwähnt hat. Tschüss, Frippi. Da hockt er wieder auf meinem Gaul. Ich hätte ein größeres Pferd mitnehmen sollen. Oh, Money Chaser, es tut mir leid. Wir haben uns wieder in unsere Druidenkluft geschmissen. Und ich weiß gar nicht, hatte ich Money Chaser schon mal am Kanal dabei? Nicht, oder? Den habe ich gekauft, als die morgens neu rauskamen. Das ist ja schon ein paar Tage her. Sogar ein paar Jahre, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich glaube 2014? 2015? Irgendwie sowas. Vor 3 oder 4 Jahren kamen die raus. So, wir müssen nach Silverglade. Silverglade. Nee, das ist falsch. Wir wollen nach Silverglade. Zu Steve, da. Es ist alles ein bisschen laut. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Aber bei der Storyquest ist es ja immer gar nicht so schlecht, wenn es ein bisschen lauter ist, glaube ich. Aber es ist schon sehr laut. Yay, wir sind da. Da ist ja auch Linda. Hi, Linda. Ich gucke jetzt trotzdem mal ganz kurz nach. Moment. Vielleicht machen wir das doch ein bisschen. Nö, das passt eigentlich. Dakota, ich habe immer Zeit für dich. Was ist los?
ja, der ist böse und wir brauchen Hilfe und der ist gemein zu mir und der wollte mich umbringen und eigentlich liebe ich ihn und dann hat er noch das Pferd gefangen und kannst du uns helfen? Ungefähr so. Sieht aus, als wärst du nicht allein. Was hast du da für eine seltsame Begleitung mitgebracht? Ja, hey, das ist Evergrey, der wird vielleicht sogar gut zu dir passen. So. Frau Bonnie, man hat mir gesagt, dass du mehr über Uhren weißt als jede andere Person in Jorvik. Ja, ich kann sie bauen. Ich kann auch jede Uhr reinigen, wenn es sein muss. Ich habe leider deinen Namen nicht verstanden, Mr. Evergrey. Es ist eine Ehre, ein solches Talent kennenzulernen. Ich beschäftige mich selbst mit der Uhrmacherei, hauptsächlich mit Sonnenuhren. Dakota sagt, dass du die prächtige Uhr in Silverglade gebaut hast. Verdammt richtig, das war ich. Warum? Brauchst du eine Uhr oder was? Ich brauche wirklich eine. Aber ich muss dich warnen. Wir brauchen keine gewöhnliche Uhr. Ich denke, ich muss es erklären. Aha, so, verstehe. Ach du meine Güte. Evergrey, du bist vollkommen wahnsinnig. Ich bin dabei. Ja, auf die Bonnie kann man sich halt verlassen. Ich brauche noch ein paar Teile für diese Uhr. Die Uhrmacherei ist Präzisionsarbeit, Dakota. Man darf keine der Federn überspannen, sonst ist da ein Tick, wo eigentlich ein Tack sein sollte. Jedes auch noch so kleine Teil muss perfekt synchronisiert und ausgerichtet sein. Hier, nimm meinen Vorschlaghammer. Du musst alles auf dieser Liste suchen. Du solltest alle Bauteile in den alten Mülltonnen rund um das Dorf finden können. Okay. Also sie beschäftigen uns natürlich jetzt wieder. Mülltonnen. Wo gibt's denn Mülltonnen? Oh je. Warum mache ich das hier alleine? Ich finde immer nichts. Blackie? Hallo? Blackie, ich finde nichts. Wo gibt's denn Mülltonnen? Ach, hier. Aber das ist doch gar keine Mülltonne. Hat sie nicht Mülltonne gesagt? Ach, freilich muss ich absteigen, natürlich. Ne, für Concord kann man das schon mal machen, ne? Hau drauf, jawoll! Also erstmal hat unsere Musik aufgehört. Warum hat unsere Musik aufgehört? Ich hatte mich gerade dran gewöhnt. Und zweitens mal hat es irgendwie nichts gebracht. Jetzt fängt es wieder an. Wo muss ich denn hin? Ach komm. Ich bin nicht geeignet für Soul Rider Quests. Wo müssen wir denn hin? Und sagt mir jetzt Auda. Und sagt mir jetzt nicht, dass ich da so hier, das ist ja ganz Silverglade, ist ein einziger oranger Batzen. So, komm, da haben wir jetzt auch nochmal drauf. Und hau ihn kaputt! Jawohl, schlag drauf! Okay, wir sind heute etwas zerstörerisch veranlagt. So, wo müssen wir denn jetzt wieder, ist es irgendwie... Ich weiß nicht. Aber hier hinten ist ja nichts, oder? Nee. Was brauchen wir denn noch? Was brauchen wir noch? Was brauchen wir noch? Vielleicht außerhalb? Nee, aber außerhalb ist es ja nicht. Hä? Vielleicht müssen wir zur Uhr rein. Vielleicht. Wir probieren das jetzt mal aus. Mehr als schief gehen kann's nicht. Oh Gott, ist es laut. Ja, wir haben recht. Okay. So. Boah, ist die Uhr laut, Leute. Es tut mir leid, falls ihr mich jetzt gerade nicht gut hören könnt. Oh mein Gott, wir müssen da mit dem Vorschlag... Ja, Hause kaputt, ist egal. Hause kaputt, Dakota, mach's fertig. Wir müssen... Oh, wir haben die Anforderungen erfüllt. Wir müssen Concord retten, wir schlagen alles kurz und klein, was wir finden.
bugge mich hier irgendwie wieder raus. Jawohl. Was bist du eigentlich für ein süßer kleiner Fratz? Kann ich dich mitnehmen? Hi. Hi. Lucci. Oh, das ist voll süß. Ich möchte es mitnehmen. Da auch. Hallo. So, okay, dann gehen wir mal wieder zurück. So. Bonnie, ich habe deine Sachen. Hast du alles auf der Liste gefunden? Dann tritt zur Seite, Fräulein. Jetzt ist Big Bonnie an der Reihe. Okay. Ich werde die kosmische Uhr auf dein Pferd heben. Ich verstehe zwar noch immer nicht, warum man so eine Uhr braucht, um einen Haufen Clowns zu sehen. Aber F sagt, es ist wichtig. Viel Glück, Dakota. Oh, sie nennt ihn schon F. Also eine Beziehung geht kaputt und eine neue beginnt. Bring die kosmische Uhr in den Zirkus und triff Linda vor dem Zelt. Aufgepasst, hier ist unser Plan, Dakota. Du reitest mit der kosmischen Uhr zurück zum Zirkus. Die verstärkten Zeitwellen sollten Iris Unwirklichkeit erden. Die durch das Kraftfeld schleusen und in das Zelt bringen. Ist bisher alles klar? Was? Nein. Hä? Ich habe irgendwas falsch gelesen, glaube ich. Die verstärkten Zeitwellen sollten Idris Unwirklichkeit erden, dich durch das Kraftfeld schleusen und in das Zelt bringen. Ist bisher alles klar? Ach so, ja, ja, klar, klar. Ja, ich nicke. Ja, ich nicke auch in echt, tatsächlich. Sobald du im Zelt bist, musst du so nah wie möglich an Idris herantreten. Ja, wir knutschen einfach. Das krieg ich hin. Auch wenn er geschwächt ist, hat er zweifellos noch einige Tricks im Ärmel. Also sei auf der Hut. Oh Gott, vielleicht will er mich töten. Dieser Rosenkrieg, Rosenkrieg. Wenn du in Position bist, klingelt der Wecker der kosmischen Uhr. Lass sie dort, damit Idris machtlos bleibt. Dann reiten Justin und ich hinein und retten Concord und die Bobcats. Das ist ja hier Master of Disaster. Das kann ja nur schief gehen, ne? Wenn alles nach Plan verläuft, sind wir zurück und haben noch genug Zeit. Ja, es klingt... Wir treffen dich vor dem Zelt. Bereit, Meteor? Bereit, wenn wir bei Frau Holzwer vorbeischauen, um ein paar Äpfel zu verspeisen. Meteor, wir haben jetzt keine Zeit für Äpfel. Wir müssen Concord retten. Meteor, du hast eben erst gefrühstückt. Was soll ich sagen, wenn es gefährlich wird, bekomme ich immer einen großen Appetit. Ja, das verstehe ich. Das geht mir auch so. In Ordnung, wir müssen sowieso Justin holen. Also los. Okay. Ey, guck's mal die coole Uhr an. Die sieht doch mega aus, oder? So, der Evergrey kommt anscheinend nicht mit. Der hat uns... Wo ist denn der? Der steht da hinten. So, dann gehen wir mal los zum Zirkus. So, dann sind wir beim Zirkus angekommen und ich habe leider vergessen, was ich machen soll. Ah, okay, da kommt sie ja schon. Jetzt kommt der schwierige Teil. Bist du bereit? Nein. Bin ich nicht. Da ist ja Tan. Hi, Tan. Puh. Es funktioniert. Die kosmische Uhr bringt uns durch Idris Barriere. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, aber ich habe Tan eingeladen. Ich bin nur hier, damit Loretta mir ins Gesicht sagen kann, dass sie lieber dich als Mitführerin der Bobcats haben möchte. Das schuldet sie mir. Och, die Zicke. Was ist denn los mit den Mädels? Denk dran, dass du die kosmische Uhr so nah wie möglich bei Idris halten musst, um ihn zu schwächen. Justin und ich werden hier draußen warten, bis der Alarm der Uhr ertönt. Ich würde dir gerne Glück wünschen, aber eine gute Vorbereitung übertrifft Glück bei weitem. Und wir haben unsere Hausaufgaben definitiv gemacht. Du schaffst das, Dakota. So, schwäche Idris, indem du mit der kosmischen Uhr in seiner Nähe reitest. Okay. Oh Gott. Schatz! Wir müssen reden! Schatz! Dakota, ich habe dich gewarnt. Du solltest nicht vor der großen Show zurückkehren. Du lässt mir keine andere Wahl. Also, was ist das für ein Höllenlärm? Tick-Tack, Tick-Tack, die ganze Zeit ist es zum Verrücktwerden. Wie hältst du das bloß aus? Xin, halte sie auf!
Schatz. Bussi. Mein Narr. Okay, kleiner Flo, lass uns tanzen. Ja, lass uns tanzen, Schatz. Ja, das habe ich nicht gemeint. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh no. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh Hilfe. 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 Oh nein. Oh nein, Hilfe. Hilfe, Hilfe. Oh Gott. Hilfe. Oh Gott. Nein, 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 nein. Okay, wie lange muss ich das machen hier? Ich weiß halt nicht, wie lange ich das Ganze machen muss. Das nervt mich so ein bisschen, weil ich mach mal jetzt das Interface aus, dass ich ein bisschen mehr sehen kann. Oh oh, oh oh, komm, geh zu! Oh nein, 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 nein. So, aber ich meine, die Frage ist halt, wie lange muss man das schaffen, ne? Oh, 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 oh. Das nervt mich so ein bisschen, weil ich nicht weiß. Nein, 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 nein. Was muss ich zur Hölle machen? Ich verstehe nicht, was ich machen muss. Muss ich ihn erwischen vielleicht? Achso, ich muss näher an ihn ran. Okay. Okay, okay. Hä? Was muss ich... Ach so, ich muss zu ihm. Jetzt er weg? Oh mein Gott, Leute, ich bin zu dumm. Hä? Ich verstehe es einfach nicht. Was muss ich machen? Nein! Nein, geh zu! Wow. Wo muss ich denn jetzt hin? Oh Gott, Leute, ich check's nicht. Ich... Hä? Hä? Leute, was muss ich tun? So, ich muss ich jetzt nicht einfach ihn anklicken. Nein. Hä? Nein, 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 geh zu. Okay, also ich verstehe es nicht. Wie, ich bin zu weit entfernt. Ich stand direkt neben ihm. Was ist denn hier los mit euch? Ja, was ist denn? Was soll ich denn tun jetzt? Ja, der steht doch mitten in so einem... was ist jetzt los? Habe ich es jetzt geschafft? Okay. Stopp! Stopp! Du gewinnst. Ja, Schatz, du solltest dich nicht mit mir anlegen. Warum tust du mir das nur an, grausame Taube? Waren meine Träume wirklich so schrecklich? Ja, Schatz, waren sie. Du musst dich bessern. Entfliehe den Tentakeln von Garnok und deaktiviere die kosmische Uhr. Los, alle müssen raus aus dem Zelt. Charlotte, Chloe, hier entlang. Loretta? Was zum... Tan! Holoretta, du bist wunderschön. Ja, das ist sie. Tan, verschwinde von dort. Vergib mir. Oh, sie rennen. Oh, wie schön. Oh mein Gott. Jetzt hast du es geschafft. Er kommt. Oh oh. Oh nein. Idris. Idris. Garnok,
Meine Realität ist zersplittert. Er nimmt eine Öffnung wahr. Jetzt wird er unsere beiden Welten verschlingen. Von diesem Finale habe ich nicht geträumt. Es ist schade. Ich hätte deiner Welt so ein schönes Ende bereitet. Hallo? Das klingt jetzt vielleicht verrückt, aber ich bitte um Verständnis. Wir müssen Idris seine Kräfte zurückgeben. Was? Du musst die kosmische Uhr zerstören. Okay, Moment. Wo ist die Uhr? Da hinten. Oh Gott. So. Mein Zelt! Meine Freaks! Meine Familie! Hinweg, Albtraum! Du hast im Zirkus der Träume nichts zu suchen. Hat er es geschafft? Er hat es geschafft. Oh Gott. Schatz! Können wir uns wieder vertragen? Du hast uns gerettet. Merci, meine Süße. Du hast meinen Zirkus und deine Welt gerettet. Vorerst. Die größte Show steht aber noch bevor. So, dann hätte ich gesagt, machen wir hier einen Cut und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Puh, okay, also wir haben wieder viel dazugelernt. Ich denke, dass der Idris, ich weiß nicht, es haben ja schon ganz viele von meinen Freundinnen geschrieben, dass Dakotas Mann abgrundtief böse ist. Aber ich weiß nicht, ich glaube gar nicht, dass er böse ist. Ich denke einfach nur, dass er seine Welt retten will und alles dafür tun würde. Ich bin gespannt, ob wir es doch noch hinkriegen, dass wir den Idris wieder auf die liebe Seite ziehen. Ich hoffe, wir werden es das nächste Mal gleich sehen. Die nächste Folge kommt dann morgen Vormittag. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein kostenloses Abo von euch freuen, über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!